Hallo und willkommen bei Modelis. Heute gibt es ein kurzes Vlog zum Thema Pickup. Der Pickup ist, glaube ich, recht bekannt inzwischen. Ein von Boardjet hergestellter EPP-Klappflieger, zum Mitnehmen gedacht. Gibt es in der Segel- oder in der Motorvariante. Wir haben hier die Motorvariante. Es gibt aber immer wieder Fragen zu dem Modell. Es gilt zum Teil in Foren als unfliegbar, aber er fliegt. Das wisst ihr spätestens, seit unsere Pickup-Flugvideos online sind. Das Geheimnis ist eigentlich eher das Geheimnis des Pickups ist eigentlich nur das, ihn richtig zu konfigurieren. Und dazu gibt es natürlich einige Tipps und die wollen wir euch mal weitergeben, da wir immer wieder Anfragen haben, gerade zum Pickup, zu Tipps, wie man ihn am besten zusammenbaut, wie man ihn am besten konfiguriert, was man anpasst, damit er besser fliegt. Fangen wir gleich an. Das wichtigste Detail, das zu ändern ist, ist sicher hier hinten die Ruderflächen. Die Ruderflächen im Originalmodell gehen bis zur Mitte. Das heißt, man hat hier in der Mitte die zwei Ruder, die direkt aneinander stoßen und direkt auch im Luftstrom des Motors liegen. Das heißt, wir haben ganz starke Anströmungen in diesem Bereich und dementsprechend ist das Modell sehr, sehr empfindlich. Man schneidet hier links und rechts ziemlich genau 5 cm der Ruderfläche ab und das Modell ist sofort angenehm zu fliegen. Darüber hinaus haben wir unter den Ruderhörnern Kunststoffblättchen angeklebt, auf beiden Seiten. Dadurch wird der Druck der Ruderhörner besser auf das Ruder verteilt und das Ruderhorn drückt sich nicht so stark in das Ruder ein und mit der Zeit würde es dazu führen, dass das Ruderhorn oder das Ruder sich zum Ruderhorn verstellt im Winkel, da das Ruder quasi unter dem Ruderhorn nachgibt. Das kann man verhindern, indem man die Druckfläche vergrößert, könnte man auch ruhig noch größer machen, aber diese Größe reicht in etwa. Zusätzlich haben wir bei diesem Modell, das ist aber nicht unbedingt notwendig, das haben wir nun mal versucht, hier einen Kohlefaserleiste eingeklebt, einen ganz schmalen Kohlefaserstreifen auf beiden Seiten. Bringt aber eigentlich nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen. Die Unterklebungen und das Weglassen der mittleren Ruderbereiche bringt sicher am meisten. Dadurch wird das Modell deutlich angenehmer zu fliegen, ist viel zahmer und anfängertauglich ist vielleicht übertrieben, aber es fliegt deutlich angenehmer. Folgende Ruderausschläge sind vollkommen ausreichend und machen das Modell auch entsprechend angenehm zu fliegen. Das ist Höhenruder, das ist Höhenruder mit Querruder. Also nicht allzu viel. Ja, mit diesen Ausschlägen kommt man wunderbar durch. Man kann natürlich dann noch mit einem Dual-Rate-Schalter die Ausschläge für und dafür seine Akrobatik erhöhen. Aber eigentlich kann mit dem Modell nur Rollen fliegen, da für den Looping die Längsachse zu wenig stabilisiert ist und das Modell eigentlich immer aus dem Looping herausdreht. Das ist modellbedingt aufgrund des flexiblen Materials und des Klappmechanismus. Aber Rollen kann wunderbar fliegen, auch mit diesem Setup, aber natürlich auch, wenn man mit Dual Rate Switch das etwas höher dreht, dann rollt er entsprechend schneller. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie schnell man gerade fliegt. Noch ein Tipp zur Lagerung. Wir lagern das Modell immer mit den Ruderhörnern nach hinten, das heißt die Ruder sind im Strack bzw. sogar ein bisschen nach unten, damit der Auflagepunkt des Ruderhorns entlastet ist und sich nicht das Ruder über die Lagerzeit verbiegt. Das Material ist elastisch und das würde dazu führen, wenn man das ständig in der hochgezogenen Variante lagern würde, dass das Ruder sich dann versucht im äußeren Bereich nach außen zu drehen und das Ruder sich dann verbiegt. Das ist natürlich nicht gewünscht, deshalb bei der Lagerung darauf achten, dass das Ruder möglichst gerade ist und, sich deshalb nicht verformt. Eine weitere Änderung, die wir gemacht haben, ist aber ganz minimal. Wir haben statt dem einen Stab einen zweiten Stab hinzugefügt. Dadurch wird der Verschluss deutlich stabiler und kräftiger und verzieht sich weniger. Die Servos sind natürlich alle eingeschrumpft vor dem Einkleben, damit wir sie später, wenn wir sie wieder herausnehmen wollen, einfach durch Zerschneiden des Schrumpfschlauchs leicht herausbekommen. Danach, wenn der Schrumpfschlauch quasi weich ist, weil nichts mehr drinnen ist, kann man den auch leicht entfernen. War leider schon mal notwendig, wir mussten schon einmal einen Servo tauschen, da das Getriebe gebrochen war. Generell ist es so, man kann das Modell auch mit einem 3S-Lipo fliegen, dazu benötigt man aber einen anderen Motor, haben wir hier gemacht. Bringt, muss man ehrlich sagen, auch nicht sehr viel, es wird eine Spur flotter, aber das ist minimal, also mit dem 2S-Setup fliegt das Modell sehr, sehr gut. Ob man eine Klappluftschraube oder einen Prop-Saver verwendet, ist eigentlich egal. Wir haben hier die Klappluftschraube testweise drauf,
Meiner Meinung nach ist die PropSaver-Variante sogar angenehmer, da die Luftschrauben deutlich günstiger sind, wenn sie mal wirklich brechen. Ja, soweit zum Pickup von Boardjet. Wenn noch Fragen sind, vielleicht das Kommentar gleich zu dem Video stellen. Ansonsten stehen wir natürlich jederzeit für Fragen zur Verfügung. Ja, das war wieder mal ein kurzes Vlog, diesmal mit Tipps zum Pickup von Boardjet. Und ja, bis zum nächsten Mal.